Die Polizei hatte den Tatort vorbildlich abgeriegelt. Die Wohnung war fest verschlossen worden. Auf der Innenseite der Tür sah ich den Schlüssel im Schlüsselloch stecken. Ich musste herausfinden, warum Vernon mich hatte treffen wollen und warum er vorher umgebracht worden war. Es war ein alter Trick, aber vielleicht funktionierte er ja. In den alten Fernsehserien hatte er jedenfalls immer geklappt. Aha. Ganz vorsichtig. Es klappte. Der Schlüssel landete auf dem Papier. Das Schloss sprang mit einem satten Klicken auf. Ein Mädchen sollte immer Taschentücher dabei haben. Ich zog den Teppich zurück. Eine der Dielen war lose. Die Diele ließ sich leicht hochheben. In dem Hohlraum darunter war ein kleiner Safe. Vielleicht glich die Safe-Kombination den Zahlen auf dem Kontoauszug. Aber diese Hoffnung erstarb, sobald ich die Zahlen eingab. Mist! Die Tür war fest verschlossen. Ich ahnte schon, wer mich hinter der Tür erwarten würde. Entschuldigung, Beatrice? Warum sind Sie hier? Hat die Polizei Sie nicht verhaftet? Ich wurde freigelassen. Ich habe Vernon nicht getötet, aber ich habe seine Mörderin gesehen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen helfen. Gehen Sie weg! Hier, ich verstehe, wenn Sie nicht reden wollen. Danke. Darf ich Sie über Vernon befragen? Er wollte Sie unbedingt kennenlernen. Worüber wollte er mit mir sprechen? Wissen Sie es? Nicht so genau. Er benahm sich so merkwürdig. Reden Sie weiter. Er sagte, sein Leben sei in Gefahr. Er ließ mich nicht in die Wohnung kommen, wir mussten uns im Park treffen. Wovor hatte er solche Angst? Vor diesen Leuten. Was für Leuten? Das weiß ich nicht. Vernon sollte für sie ein altes Manuskript entschlüsseln. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll war. Jeder kann das Manuskript im Internet sehen. Und hatte es entschlüsselt? Natürlich. Vernon ist der Beste. Er war der Beste. Was ist dann passiert? Sie haben ihm verboten, darüber zu reden. Und ihm gedroht. Das war vor 6 Monaten. Also hat er sein Leben riskiert, um mit mir zu sprechen. Aber warum gerade jetzt? Er sagte, es würde sich alles erfüllen. Erfüllen? Was? Das wollte er mir nicht sagen. Was im Manuskript stand, nehme ich an. Wissen Sie irgendetwas über Vernons Safe? Nur, dass er irgendwo einen hat. Die Kombination kennen Sie nicht? Nein. Aber sie ist bestimmt leicht zu merken. Vernon hatte ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wirklich? Ich habe ihn ausgelacht, weil er mich dauernd nach meinem Geburtsdatum fragte. Sprechen Sie weiter. Schatz, wann hast du nochmal Geburtstag, hat er immer gefragt. Am 23. Oktober, wie jedes Jahr, habe ich geantwortet. Gut, Beatrice. Ich lasse Sie jetzt allein. Nein, warten Sie. Was ist mit dieser Frau? Was ist, wenn sie zurückkommt? Keine Angst. Das wird sie nicht. Was machen Sie jetzt? Ich werde sie finden und herausbekommen, was dahinter steckt. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen.
Falls Ihnen noch etwas einfällt oder wenn Sie nur reden möchten. Ich wohne Rue Jarry 361. Danke, das ist nett von Ihnen. Als ich die Information von Beatrice zusammenfügte, begriff ich, dass die Kombination ihr Geburtsdatum sein musste. Na bitte. Es waren nur zwei Dinge darin. Ein handgezeichnetes Diagramm und eine DVD. Vernon hatte behauptet, das Diagramm sei wichtig. Die DVD war unbeschriftet. Mir war egal, für wen sie bestimmt war. Als Journalistin muss man jede Spur verfolgen. Jetzt brauchte ich nur noch einen DVD-Player, um sie mir anzusehen.